Hallo, bin ich? Bist du vorbei? Ich bin nicht weg. Vielleicht übersetzt es gar ins Deutsche in der Hinsicht, aber es ist eine Art Gemeinschaft zwischen Deutschland und Norwegen, die gewachsen ist in den letzten Jahrzehnten als gemeinsames Interesse. Verehrte Abgeordnete, verehrter Herr Minister, liebe Wenche Möhre, verehrter Herr Stolzert, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Gäste. Das ist der Traum, den wir tragen, dass etwas Wunderbares geschieht, geschehen muss, dass die Zeit sich öffnet, dass das Herz sich öffnet, dass Türen sich öffnen. Einige von Ihnen haben die ersten Zeilen von Olaf Hauges Gedicht Das ist der Traum, ganz sicherlich erkannt. Sie erzählen von dem Mut, Neuem mit offenen Herzen zu begegnen, von neugierigen Träumen in uns, die etwas Wunderbares wahr werden lassen. Kjære representanter, statsråder, Wenche Myhre, Gunnar Stålsett, mine damer og herrer. Det er den drømmen vi ber på, at noe vidunderlig skal skje, at det må skje, at tiden skal åpne seg, at hjertet skal åpne seg, at døren skal åpne seg. Noen av dere klarte sikkert å gjenkjenne de første linjene av diktet til Olav Hauge, det er den drømmen. De linjene forteller om motet til å møte det nye med åpne hjerter, om nysgjerrige drømmer i oss som lar det vidunderlige bli til realitet. Liebe Frau Möhre, lieber Herr Stolzert, Sie haben Türen und Herzen geöffnet, in Norwegen und in Deutschland. Sie haben einen großen Anteil daran, dass der Traum der deutsch-norwegischen Freundschaft täglich gelebt wird. Und dafür möchten wir alle Ihnen ganz herzlich danken. Kjære Wenche Myhre, kjære Biskop Gunnar Stålsett, dere åpnet både dører og hjerter i Norge og i Tyskland. Dere har en stor andel i at drømmen av det tysk-norske vennskapet leves hver dag. Det ønsker jeg å takke dere hjertelig for. Liebe Frau Möhre, Ihr künstlerisches Werk schlägt seit den 60er Jahren
eine Brücke zwischen Norwegen und Deutschland. In beiden Ländern sind Sie Ikone und Botschafterin der Herzen. Und Ihre Botschaften haben schon so viele Ohrwürmer produziert. Ich bin sicher, Ihren Rat, nicht gleich in jeden Apfel zu beißen, haben in Deutschland viele befolgt. Und viele Deutsche kennen ihre Liebe zu dem, der da im Tor steht. Hierzulande kennen alle das Lied Norge blir sexo sexti. Ditt, kjære Wenche Myhre, ditt kunstneriske verk har siden 60-tallet bygget en bro mellom Norge og Tyskland. Og i begge land er du ikke bare en ikon, men også hjertenes ambassadør. Og dine budskap har mange ganger blitt til en elsket landeplage. Og hvem husker ikke at man ikke må bite i et hvert eple, eller hvem man kan møte i porten? Og her til lands kjenner man sikkert, eller kjenner alle, når jeg blir 66. Die deutsch-norwegische Kultur ist nachhaltig von ihrer Lebenslust und ihrer Strahlkraft geprägt. Aber sie haben sich auch dafür eingesetzt, dass Krebs kein Tabuthema mehr ist. Ihre eigene Diagnose vor 11 Jahren hat sie auf den Nullpunkt geholt, wie sie selbst einmal geschrieben haben. Und nur ein Jahr später sind sie quasi direkt von ihrer Strahlenbehandlung auf die Bühne gegangen und haben vor 40.000 Menschen gesungen. Liebe Frau Myhre, Ihr Lebensmut gehört auch zu den Träumen, die wir in uns tragen. Den tysk-norske kulturen ble på varig måte preget av din livsglede og stråleevne. Du gjorde også en stor innsats for at kreft ikke lenger skulle være et tabutema. Diagnosen du fikk for 11 år siden satte deg tilbake på nullpunktet, som du selv beskrev det en gang. Men ikke mer enn et år senere, mer eller mindre rett fra strålebehandling, gikk du opp på scenen og sang for 40 000 mennesker. Kjære Wenche Myhre, ditt livsmot hører også til de drømmene vi bar på. Lieber Stolzett, als wir uns im Sommer 2019 in Lindau begegnet sind, da habe ich persönlich erlebt, mit welcher Leidenschaft Sie für die Idee der Friedensverantwortung der Weltreligionen eintreten. Für die Überzeugung, dass Religionen kein Anlass mehr sein dürfen für Unfrieden und Krieg, sondern dass sie im Gegenteil Werkzeuge des Friedens sein können und müssen. Kjære Gunnar Stålseth, da vi møttes i Lindau sommeren 2019, fikk jeg personlig oppleve med hvilken lidenskap du tar parti for ideen om verdensreligionenes fredsansvar. For overbevisning om at religioner ikke lenger får være en anledning for ufred og krig, men tvert imot kan og må være fredens verktøy. Und sie setzen sich unermüdlich dafür ein, dass diese Werkzeuge des Friedens auf die Namen Respekt, Toleranz und Nächstenliebe hören. Rassismus, Antisemitismus und religiöse Intoleranz haben hier keinen Platz. Du viser en utrettelig innsats for at fredens verktøy skal høre på navnene respekt, toleranse og nestekjærlighet. Rasisme, antisemitisme og religiøs intoleranse har ikke noe plass her. Ob als pastor, politiker oder bischof stets standen und stehen sie, steht für sie der Mensch und die Schöpfung im Mittelpunkt. Både som prest, politiker og biskop, for deg sto og står alltid mennesket og skaperverket i sentrum. Der Mensch mit seinen unveräußerlichen Rechten, der Mensch in seinem Leid. Als solcher steht im Mittelpunkt ihres lebenslangen Ringens eine moralische Ordnung im eigenen Land ebenso wie in der Weltgemeinschaft aller Völker, Staaten und Religionen. Ihre Hingabe für die Schöpfung und ihre Sorge die Natur beschränken sich nicht auf Prinzipien, sondern suchen Wege der Umsetzung. Die Regenwaldinitiative ist nur ein Beispiel dafür. Menneske med sine uavhendelige rettigheter, menneske i sin lidelse, slik så står det i sentrum for ditt strev for en moralsk orden i ditt land, men på samme måte i verdenssamfunnet av alle folk, stater og religioner. Din hengivenhet for skaperverket og din bekymring for naturen ikke begrenset til prinsipper, men du leter etter muligheter for iverksettelse,
Og Regnskogsinitiativet bare ett eksempel for dette. Sie haben nicht nur abstrakt Verantwortung übernommen in zahlreichen Ämtern und Ehrenämtern, sondern sich für diese Überzeugung mit Konsequenz engagiert. Und ich höre, Sie waren sogar dafür bereit, ins Gefängnis zu gehen. Sie haben in Ihrem langjährigen Wirken nicht nur viel erreicht, sondern auch unzähligen Menschen Orientierung geboten und Beispiel gegeben. Du har ikke bare overtatt et abstrakt ansvar i tallrike verv og frivillige funksjoner, men engasjert deg for denne overbevisning med alle muligens også medfølgende konsekvenser. Og jeg fikk høre at du faktisk var villig til å gå i fengsel for det. I ditt mangeårige arbeid har du ikke bare oppnådd mye, men også gitt utallige mennesker orientering og vært til eksempel for andre. Liebe Frau Mürre, liebe Herr Stolzett, Sie machen unsere Gesellschaften und unsere Welt lebenswerter. Sie haben die deutsch-norwegische Freundschaft mit Leben und mit Träumen gefüllt und bereichert. Deshalb freue ich mich, Sie beide heute mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland auszuzeichnen. Wir alle danken Ihnen und sagen Ihnen einen herzlichen Glückwunsch. Kjære Wenche Myhre, kjære Gunnar Stolzett, dere gjør vårt samfunn og verden mer verdt å leve i. Og dere har vært en berikelse og fylt det tysk-norske vennskapet med liv og drømmer. Derfor er det en glede for meg at jeg får lov til å hedre dere i dag med Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden. Vi takker dere og gratulerer hjertelig. Jetzt nochmal. Sehr geehrter Herr Präsident, es war für mich eine große Überraschung, als ich erfahren habe, dass ich heute diese ehrenhafte Auszeichnung von der Bundesrepublik Deutschland empfangen würde.